Neue Runde, neues Glück. Jetzt geht's los, Minecraft. Letzte Runde haben wir es geschafft, diesen Honig abzubauen. Den werde ich auch, glaube ich, gleich verstauen. Da haben wir nochmal drei Eisen gefunden. Zack, die Türen brauchen wir erstmal nicht. Die platziere ich hier wieder rein. Bisschen Hühnchen, ein bisschen Ressourcen, Melonsamen, bla bla bla. Das wollte ich dann auch nochmal erstmal hier temporär ablagern. Und die Schere packe ich hier auch erstmal rein. Die Schere packe ich hier rein, weil das ja eigentlich mehr so eine einsammelnde Ressource ist. Gut, gehen wir ein bisschen erkunden. Wir haben noch ein Ersatzschwert. Gut, Ausrüstung. Größtenteils Leder. Kann auch mal anfangen, Eisenrüstung zu bauen. Das wäre sinnvoll. Hab schon langsam ein bisschen Eisen. So eine Eisenrüstung. Vielleicht ein Bogen. Ein Schild kann ich, glaube ich, auch craften. Ich wollte da hinten ein bisschen erkunden gehen, tatsächlich. Das werde ich wahrscheinlich über zwei Folgen dann schneiden. Also, dass ich nicht sofort dann wieder zurückgehe, nur weil das dunkel wird. Ist ja vorhin erst wieder hell geworden. Um. Fisch. Irgendwie will mich hier alles umbringen. So schade an Minecraft. Warum kann mich nicht alles lieb haben wollen und knuddeln? Wäre ein viel schöneres Spiel. Da gibt es wieder diese Blöcke. Geht ja einfach oben lang. Sir, sie können mir oben. Sie können mir gestohlen bleiben. Ich gehe da oben lang. Aua. Hätte so gerne in die Höhle da einmal reingelürt. Zu gucken, was da ist. Aber ich bin kein Anfänger, ne? Deswegen mache ich da lieber gleich einen Bogen drumherum. Ich glaube, hier war ich schon mal ein bisschen tatsächlich erkunden. Also ich war mal rechts. Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. Das könnte man bestimmt gut out of context cutten. Deswegen sage ich es nicht und ersetze meine Wortwahl, indem ich sagen wollte, ich war da hinten mehr orientiert. Bisschen Holz, da ist ein bisschen Sand, da sind ein paar Oktopupse, das brauche ich nicht, habe ich mir ein paar. Ja, zu Time of His Life, also ordentlich am Durchdrehen. Muss ich mir nur ungefähr merken, wo ich herkam. Ich habe auch gelesen, es gibt verschiedene Biome, keine Ahnung, es gibt ein Sandbiom, weiß ich, also so eine Wüste, ein bisschen Eis haben wir gesehen. Heldenhafter Sprung ins Wasser, oh. Heldenhaft weggerannt. Das kann ich nicht abbauen. Das sind Fischis. Hat geruckelt, warum auch immer. Also was mich gefreut hat, dass ich am Anfang so viel Eisen durch die Villager gefunden habe tatsächlich. Das war ein guter Ersparnis. Und konnte auch gut diese Raspberries verwenden. Konnte ich auch gut einpflanzen. Oh, da sehe ich doch was. Könnte das ein Wüstenbiom werden? Dann hätte ich Kakteen. Kakteen kann ich auch gut. Da ist ein Loch. Captain Obvious ist am Start. Mein Name ist Gibi. Dankeschön. Was ist da? Vielleicht finden wir hier ein bisschen Eisen, ein bisschen kurz reinschnüffeln, kriegen gleich einen Creeper ins Gesicht. Ach Mann, warum Spiel? Warum hast du mich so? Warum hast du mich so, Spiel? Ich hab dir nichts getan, ich hab dich gekauft. Aber ich habe gehört, wenn da Fledermäuse sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher auf. Nehme ich ein paar Schweine mit. Auf so ein Dungeon. Ob das stimmt oder so, keine Ahnung. Ja. Man liest viel über Minecraft, zum Beispiel Herobrine. Das ist nur.
Bisschen mit leiser kurz geworden. Kurz am Nachgucken, was das ist. Da ist ordentlich Sand. Da ist nochmal irgendwas anderes. Ach, ich dachte schon. Liegedinger, eine Biene. Ein Dungeon. Okay, ich gehe wieder. Willst du dich mir mal markieren? Mit einer Fackel. Vergesst dich sowieso wieder. Ey, wo wollte ich hin? Ich glaube, da oben. Aber das hier hin. Hab glaube ich genügend Essen dabei. Kann ich die Kartoffeln auch so essen? Die machen ja gar nichts, wenn man die nicht rangebraten hat. Hier wollte ich hin. Genau. Hier war ordentlich Sand. Könnte ich eigentlich auch ein bisschen ab. Ist das ein Hai? Nee, ist ein Delfin. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Hai gibt. Und damit ist meine Schaufel auch kaputt. Dann lasse ich es mal mit weiterem Sand abbauen. Ich habe nichts zu essen dabei. Ich bin ein Genie. Könnte mir aber einen Ofen bauen. Mit dem Ofen könnte ich dann Sachen anbrutzeln. Mit den angebrutzelten Sachen könnte ich dann viel länger. Das schwarze Schaf. Das sind Kühe. Müll. Das ist ein Pilz. Was ist das Rote da? Das sind rote Bäume. Sind das Pilz? Ist das ein Pilzbiom? Ich habe ein Pilzbiom gefunden. Geil. Das sind ja fette Bäume tatsächlich. Dann mache ich mal Folgendes. Ich töte noch mal ein, zwei Hühner. Es tut mir leid, Hühnchen. Und ich prügel hier noch mal den einen Baum weg. Dann habe ich genügend Holz. Da kann ich mir noch mal ein Crafting Table machen. Wo es dunkel wird. So, bumm, zack, bumm. Schnell Crafting Table. Zack. Crafting Table platzieren. Schnell einen Ofen machen. Bumm. Bumm. Fülle ich mit Kohle. Mache ich erstmal die Kartoffeln rein. Wenn eine Cobblestone, baue mich ein. Bin äußerst männlicher Mann, der ich bin. Mache ich jetzt Operation Drückeberger. Beziehungsweise ich baue schon mal drumherum. Dass ich nicht nachher wieder rumkreische. Dass ich keine Zeit hatte. Ne? Das sind halt die männlichsten der männlichen Männer. Hat noch ein bisschen Zeit. Das wollte ich natürlich auch so machen. Mache ich hier eine Ersatzbasis tatsächlich. Das dafür habe ich ja eh, glaube ich, genügend Holz, dass ich hier nochmal eine Tür vor platzieren kann. Ja, komm. Kurz Tür erstellen. Wumm. Sieht man, glaube ich, auch andere Texturen von Häusern, von den Türen, oder? Da ziehe ich die mal hier hin. Jawohl, passt. Wackelt unter Luft. So ein kleines Steinhäuschen. Kann hier unten eine Spinne rein. Ich mache hier auch mal zu. Perfekt, dann mache ich hier nochmal ein Ausguckfenster. Zack. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Holz ab. In der Zwischenzeit, wo es hier brutzelt. Dann habe ich genügend Ressourcen. Und mit paar meine ich natürlich nur einen Baum. Und dann will ich, glaube ich, einen Cut machen. Weil es ist uninteressant für euch einfach zu warten, zuzusehen, wie ich nichts tue. Seien wir ehrlich, gibt spannendere Dinge. Alles klar, Cut gibt es. Bis gleich. Und erstmal mache ich es so. Und bis gleich. So, Aufnahme geht jetzt weiter. Wird langsam hell.
Wie man sehen kann, ist schon fast Tag tatsächlich. Man hört leider noch ein paar Spinnen. Wir versuchen mal mit denen kommunizieren zu können. Ist hier wer, der mich umbringen will? Wahrscheinlich ja, aber können sie es nicht tun? Weiß jetzt nicht, wie gut die Sonne jetzt positioniert ist. Scheint jetzt aber schon. Ich war da noch mal ein bisschen kurz. Jetzt scheint es Tag zu sein. Rennt da schon wer? Ich renne einfach mal raus wie ein Held. Hui! Natürlich in alle möglichen Richtungen. Am besten Richtung Lava, weil da war hell. Und wo helle Lava leuchtet, kennt man ja den Spruch. Jetzt habe ich mal vor der Kuh erschrocken. Selber Mu. Da ist noch ein Zombie irgendwo. Ha, du Opfer. Zack. Zack. Warum brennt der eine und der andere nicht? Zack. Zack. Jetzt. Da ist noch einer, der brennt. Aua. Okay, die machen mir keinen Damage mehr großartig. Das finde ich gut. Finde ich gut. Ich bin, glaube ich, hier in einem neueren Biom. Und jetzt fängt es an zu regnen. Danke, Spiel. Hab mich ja schon nicht genug erschrocken. Kann ich die nicht abbauen? Scheint wohl nicht der Fall zu sein, dass ich die abbauen kann. Schade, ich dachte, die kann man abbauen. Oder braucht man dafür was Spezielles? Kann ich abbauen? Nehme ich das einfach mit. Dankeschön. Vielleicht finde ich ja nochmal was Cooles. Hier erstmal hier hoch. Ich glaube, Monster können jetzt wieder spawnen, tatsächlich. Wenn man die Schaufel, die ich mir gecraftet habe. Und baue mir einen Weg nach oben. Bewaffnet mit der Kartoffel. Kann mir kein Gegner mehr was. Bonk, 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 bonk. Also ich scheine hier im Pilzbiom gespawnt zu sein. Also nicht gespawnt. Hier ist so ein Mini-Pilzbiom. Abbauen kann ich das nicht, aber könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie man die abbauen könnte. Da ist ein schöner Abgrund. Würde ich gerne von vorne betrachten und nicht einfach so von der Seite. Wo ich dann wahrscheinlich sterbe. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Ich sehe es jetzt schon kommen. Muss ungefähr auf die Uhr gucken, dass ich bei 6 Minuten dann ungefähr aufhöre. Falls ich dran denke, ansonsten habt ihr immer ein bisschen mehr. Ein bisschen längeren Part. Hier ist noch Kohle. Das ignoriere ich erstmal. Urra. Urra. War da ein Creeper? Ne, war kein Creeper. If you go any deeper, you will meet the sexy Creeper. Lange lässt er nicht auf sich warten. Am besten erschlägst du ihn gleich mit dem Spaten. Oh, das ist Creeper. Au. Hier ist nochmal so ein kleines Löchlein. Hier ist so eine Flussformation. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gibt's hier irgendein Eisen? Das ist Kupfer, das ist Kupfer, das ist Kupfer, das ist Kupfer, das ist nix. Das ist eine Spinne. Das ist Eisen.
Ja, jetzt spawnen da ein bisschen mehr Gegners. Ist über mir noch vielleicht ein bisschen was? Nein. Baue ich erstmal vor mir ab. Bumm. Bumm. Wäre jetzt ärgerlich, wäre ein Loch gewesen. Dann hätte ich einen schönen sahnigen Abgang nach unten gemacht. Ich versuche jetzt einfach nur noch nach Hause zu kommen. Und mit dem Eisen versuche ich dann den Chopper zu machen. Dann machen wir die Falle fertig. Klingt doch mal nach was. Wenn ich hier wieder rausfinde. Ich glaube, hier war tatsächlich eine kleine Falle. Deswegen braucht man es so rum. Da war dann Wasser. So ein kleines Flüsschen, ja. Muss mich nur nach den pinken Bäumen orientieren. Aber welche pinken Bäume meine ich denn wohl? Genau die. Ich glaube, ich habe ein bisschen Kohle in dem anderen Häuschen vergessen. Aber egal, haben wir genügend. Und selbst wenn, machen wir ein bisschen Holzkohle. Das geht ja auch. Haben wir genügend Holz? Das könnte ich mal machen, so eine Holzproduktion. Dass ich regelmäßig Holz einfach zuknall. Meine Fresse. Ich hasse das Spiel. Ach, ich bin der Schreckhafte in dem Spiel. Klarer Fall. Schöne rote Blumen. Ich glaube, mit Blümchen konnte man die Bienen auch noch mal züchten. Ich würde gerne Bienen in meinem Biom haben, tatsächlich. Und bei den Kirschblüten würden die bestimmt super aussehen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich strecke die Folge ein bisschen künstlich. Ja, das tut mir leid. Aber für Kopf. Das ist der Kirschblütenbaum. Das sind mehrere Kirschblütenbäume. Ich glaube, ich bin daheim. Ja. Okay, ich mache eine andere Reihenfolge. Ich werde zuerst anfangen mit der Höhle. Lass ein bisschen Eisen suchen. Also das Loch, was wir da so seitlich angefangen haben zu buddeln. Werde mir eine eiserne Rüstung machen, dann würde ich anfangen, die Falle auszubauen. Ich werde aber auf jeden Fall schon mal genügend Rüstungsteile bauen. Beziehungsweise ich werde mir ein Schild bauen. Ich werde mir. Ach ja, das mache ich, glaube ich, alles in der nächsten Falle. Machen wir alles in der nächsten Folge. Wollen wir nicht weiter künstlich stricken. Und wie versprochen, das mit dem Farm mache ich nur, wenn ein bisschen übrig ist an Zeit, aber jetzt nicht mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Folge werde ich cutten. Tschüss, tschüss.